Hallo und herzlich willkommen. Ja, Leute, wir sind immer noch in diesem Rätsel-Ding gefangen. Boah, Alter. Da hat man irgendwann mal keinen Bock. Praktisch. Da hat man irgendwann mal keinen Bock mehr und fängt zähneknirschend an so. Ja, Mann, Alter, leck mich. Aber naja, gehört halt zum Spiel dazu. Wäre ja sonst langweilig. Ich meine, das System an sich habe ich ja begriffen. Das ist ja nun nicht das Problem. Also das Ding. Aber jetzt kommt das natürlich wieder mal. Wenn ich den jetzt in der anderen Richtung weise, komme ich ja nicht mehr rauf. Macht null Sinn, null Sinn. So, da bin ich hier komplett irgendwie am Arsch. Und weiter vorne kommt ja nichts. Also, du bist schon mal richtig. Dich können wir abhaken. Drehen. Danach. So, und jetzt, wenn ich den jetzt wieder drehe, schmeckt mich ja selber ein. Warte mal. Ich hab ne Idee. Ja, ist ja okay, lass los. So, was war das? Die zwei müssen wir drehen. Das ist die drei. Dich können wir nicht drehen, weil wenn ich dich drehe, dann komme ich nicht weiter. So, darüber komme ich jetzt momentan noch nicht. Was denn, da komme ich ja bloß noch weiter nach unten. Hier wieder ganz am Anfang.
Also nicht zu drehen macht keinen Sinn momentan. Dann komme ich nicht hier rüber, komm an den hier wieder ran. So. Bleibt mir bloß der hier. Ja, da komme ich genauso weit wie vorher. Irgendwas muss ich nicht mitgekriegt haben. Hier oben den Zugang. Also, wenn ich dich jetzt... Mensch, hätte ich ja beinahe übersehen. Nee, da komme ich an derselben Stelle wie jetzt. Ja, welche Nummer war das? Die 2 war das. Ich schwöre euch, wenn ich hier fertig bin, dann kommt hier auf 7 raus. Richtig sein, weil hier das brennt. Wie komme ich darüber?
Aha. Und so geht es weiter. War ein bisschen eklig, aber was soll man machen? Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Entferne das Ritualbuch. Wieso will ich das nicht? Wieso sagt mir der liebe J? Weiß nicht. Nein. Dann mal gucken, was passiert. Das passiert immer erst dann, wenn man was nimmt. Cornelius, die Schlüssel. Ich habe das Buch. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. Naja, leider zu offensichtlich jetzt alles, also finde ich zumindest. Jede Nacht derselbe Albtraum. Du, wat? Du Knalltüte, Mann. Du kannst ja nicht einfach verrecken. Naja, egal. Nicht mal Madeline wusste davon. Und du hast gesehen, wie sie reagiert, wenn sie was nicht weiß. Dann stellt sich nur die Frage, wer hat die Tür geöffnet? Genau das finden wir jetzt raus. Trennen wir uns, um ein größeres Gebiet abzudecken. Trennen? Das sagst du so leicht. Immerhin hast du die Fackel. Ja, weil ich beim Kartenspielen nicht bescheiße. Das ist nur gerecht. Was? Bist du immer noch sauer wegen dieses Kartenspiels? Weil ich beim Pelikan und Makrele gewonnen habe? Ja. Viel Spaß im Dunkeln. Mir knurrt der Magen.
Lieber Gerald. Madame X mag ihre Bücher aber. Was meinst du? Sollen wir was mitnehmen? Wir könnten es am Kerl vorbeischmuggeln. Vielleicht springt dabei ja was für uns raus. Ha, mich nennst du Betrüger? Ich bin dabei. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Man weiß nie, was man unter der Stadt zu sehen kriegt. Ich werde krank. Das spüre ich. Ich wünschte, hier gäb's eine Eintopfküche. Alter, Stealth Action. Yeah, baby, yeah. Manchmal ist... Ich verhungere. Das ist doch scheiße. Jetzt stehe ich hier in irgendeiner Grube. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Ich habe gehört, was unter der Stadt alles haust. Oh, jetzt hätte ich beinahe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Straf mich, Mutter. Oh. Ich war böse. So ja, böse. Warte! Nicht anfassen! Mein Bein schmerzt. Was ist denn los, General? Ist Mami etwas zu viel für dich? Sprich nie wieder so über meine Mutter, du dreckige Hure! Au! Komm her zu mir! Au! Was geht denn hier vor, General? Au! Das reicht! Nehmt eure Schwarzsteuer und verschwindet. Noch einmal. Und ich schneide eure Eier ab. Fordert mich nicht heraus.
Du! Drecksratte! Ich bring dich um. Dieb! Du musst die Damen besser behandeln. Ja, Leute, das war's dann, glaube ich, mit Kapitel 3. Jo, würde ich doch glatt mal behaupten. Ja Leute, das war's denn heute erstmal von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald, euer Player Z.